Das wird Zeit für Marblitz. Und damit zu einer neuen Folge von Marblitz. Ich hoffe, die Musik passt so, ne? Yo, so ist es. Wir sind wieder mal back. Und die letzte Woche, da gab es nicht viele Videos. Es gab ein Video und zwar aber ein ganz cooles. Ich mach's ganz gerne. Ich mach die Musik ein bisschen leiser. Ich muss sagen, es ist echt verdammt nice, dass es das Video, dass ich das nicht mal geschafft habe, ne? Das war das Video Talk to the Part 7 und zwar Folge 7 ging es da um den, um die Animog, wie es mir da so ging, was ich gemacht habe, wie ich verkleidet war und allem drum und dran. Ich fand es ein super Video geworden. Also, wenn ihr euch ein bisschen für Cosplay, ein bisschen für Anime interessiert, dann schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ist auch echt nice. Man kann auch einiges lernen, so wie es da aussieht. Wenn ihr mal Bock habt, auf die Animog zu gehen oder ihr nicht kennt, schaut auf jeden Fall das Video an. Und bevor ich mein Video jetzt hier noch weiter lobe, machen wir weiter mit den Streams der letzten Zeit. Da kamen zwei Streams. Letzten Samstag zum ESC kam Nintendo Switch Sports. War tatsächlich ganz gut, fand ich, dass man da bei spielen konnte. Ich wurde ein bisschen abgelenkt. Aber an sich hat es Spaß gemacht. Ich überlege mir tatsächlich, ob ich jetzt irgendwie mal das so machen würde, dass ich halt, wenn irgendwie ein Event ist, das nochmal so mache. Finde ich ganz cool tatsächlich. Eventuell werde ich das auch mal machen, wenn während bei gerade am Fußball so läuft, ich mir anschauen möchte, dass ich dann so mache, dass ich eventuell dann auch Fall Guys oder so spiele. Das wird auch locker passen. Ich muss sagen, Dead by Daylight kann ich während bei nicht spielen, weil Dead by Daylight, da brauche ich unbedingt den Ton. Das ist da der Grund, warum ich es nicht machen kann. Aber in Tennis Sports brauche ich keinen Ton. In dem Fall Guys brauche ich keinen Ton. Also da könnte man echt einiges mitmachen. Wenn ihr da, ja, was ihr, können wir kommt, was ihr davon haltet, aber ich finde, man muss nicht, weil man irgendwas sehen möchte, muss man nicht den Tag opfern, um nicht zu streamen, sondern man kann trotzdem streamen, finde ich. Genau. So, was haben wir noch? Genau, zu den Videos muss ich nochmal kurz was sagen. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass ich noch ein paar Videos machen möchte, bis ich jeden, sowohl der Battle als auch Vollgas 50 Videos habe, werde ich nicht machen. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video machen, quasi, in dem ich quasi einfach nur sage, dass ich jetzt den Kanal umgestalte für die paar Leute, die es überhaupt abonniert haben. Ja, und ja, das ist eigentlich so alles. Weil ich komme echt nicht dazu, irgendwelche Videos dazu zu machen und ich denke, den Kanal kann ich ganz gut nutzen. Für sowas dann. Und dann würde ich dann halt solche Videos, wie ich sie machen würde, auf zum auf dem Hauptkanal bringen, also solche DBF Gemari Videos, genau. Auch ohne Facecam und alles, würde ich auch mal machen. Genau, wenn ich halt irgendwie mal schauen, wie ich das machen will. Aber, naja, hat jetzt auch keine Eile. Weiter geht's noch mit, ja genau, das, der DBF Gemari wird dann zum Shorts-Kanal, aber gut, das habe ich euch schon mal gesagt. Will ich auch bald in Angriff nehmen, auf jeden Fall. Gut, dann, sorry, by the way, der letzte Woche kaum ein Stream kam, nur ein Stream oder zwei. Es kam ja, wenn ihr es wieder seht, gestern kam ja ein Folgestream, weil ja das große Update war. Da gab es ja so ein Video, was sie hochgeladen haben. Also es war nicht das große Update, aber die Ankündigung war es, ne? Und am 21. ist es jetzt soweit, dass es so, dass es dann ein neues Game wird, eine neue Season. Und Folgers wird kostenlos und wird für Switch und Xbox rauskommen. Für alle modernen Xboxen und genau, für die Switch. Und es wird free, wie gesagt, und die neue Season kommt raus. Und es wird tatsächlich an einem Bilder gebaut, also an einem, also gearbeitet an einem Map-Bilder. Und das wird ja so unglaublich geil, dass man eigene Maps erstellen kann. Ich sehe schon, wie das so wird, wie zum Beispiel in, ich weiß nicht, kennt ihr Doom 2016? Da gab es einen Snap-Map-Mode. Und bei dem war es so, dass man Maps bauen konnte, also Level quasi in Doom. Und die konnte man da auch im Spiel spielen und ich denke, dass sowas auch rauskommen wird. Weil ich, soweit ich weiß, gibt es sowas wie einen Workshop, wie es auf Steam gibt, gibt es das nicht auf dem, auf Epic. Und es ist ja quasi, läuft ja alles über Epic inzwischen von Fall Guys. Einerseits nicht so nice, weil ich Epic nicht so gerne mag, aber andererseits total nice, weil sie halt wirklich die Masters auf Crossplay und Cross-Progression sind, muss man halt wirklich sagen. Also ich kenne
kaum einen Publisher oder ein Unternehmen, die wirklich das Crossplay so gut umsetzen wie Epic, muss ich leider sagen, auch wenn ich kein großer Fan von Epic ihren Spielen bin, ne? Aber gut. So, dann können wir den Stream dann der nächsten Woche anschauen. Ja, genau, ich habe noch ein paar Folgen schon gespielt, aber das ist nichts Spannendes. Aber hier. Nächste Woche, beziehungsweise ihr habt ja gestern den Reaction- und Folgestream gesehen, wenn ihr dabei wart. Sonst könnt ihr es auf meinem ZZ Reload-Kanal nachschauen. Dienstag und Mittwoch habe ich vor, dabei zu spielen, weil da kommt der, also Dienstag kommt der neues Kapitel raus, neues Chapter, neuer Killer, neuer Surf. Und bin ziemlich gespannt tatsächlich. Ich bin auch recht sicher, ob da auch dieser so ein großer Stream rauskommen wird. Der Geburtstag, ich bin mir gar nicht sicher, was genau abläuft, aber das werden wir dann sehen. Ich denke auf jeden Fall, dass DVD-Zeit wird. Mittwoch auch. Donnerstag eventuell Outlast Collectibles, außer ich habe ultra Bock auf DVD. Dann spiele ich DVD. Also, ich versuche jetzt Outlast Collectibles quasi mir alle aufzuschreiben, wo die alle sind, dass ich die halt dann in einem Stream wahrscheinlich durchspielen kann. Mal schauen, wann. Und genau, Freitag, Samstag, Sonntag gibt es keinen Stream, weil da bin ich nicht zu Hause. Genau. Gut. Dann, kann ich noch kurz schauen, das habe ich jetzt gar nicht offen, was so neu abging. Danke an Masters Beste für den Follow und danke an Meliodas Marv für den Follow. Mit Meliodas Marv habe ich auch ein bisschen noch Folgendes gespielt, das ist sehr lustig. Und yes, Katana Ramen auch noch, danke für dein Follow. Soweit, so gut. Ich war auf ein paar Konzerten, muss ich sagen. Und zwar unter anderem auf einem, oh Gott, auf einem Dizzle Curl Konzert und auf einem Schmidt Konzert. Ich werde dazu noch ein Talk-to-See-Video raushasseln und ja, das ist der Plan soweit. Und ich denke mal, dass, ja, was, wie soll ich sagen, dass, ja, mal schauen, ob ich noch ein anderes Video schaffe die nächste Woche. Ich bin an sich so momentan, keine Ahnung, ich habe Bock, was aufzunehmen, aber die Zeit ist einfach nur, die erlaubt es mir aber nicht. Hart. Aber okay. Dann würde ich sagen, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich glaube erstmal nicht. Die Woche war wirklich sehr, sehr voll, muss ich sagen. Von der Arbeit her auch und ich habe nichts geschafft. Also außerhalb der Arbeit. Aber gut, ich würde sagen, das war's von dem Video. Auch wenn es jetzt ein bisschen kürzer ist. Ich habe jetzt gar nicht mehr zu viel zu sagen. Wie gesagt, ist eine Taktdrüse, wird dann, werde ich da erzählen. Ich muss sagen, Taktdrüse kommt leider nicht so gut an, wie es sollte. Ich finde die Videos wirklich sehr, sehr gut zum Anschauen. Aber naja. Slowhand Mates muss ich auch noch wieder raus pushen. Genau. Bin ich dabei. Bin ja noch nicht ganz happy mit allem drum und dran. Aber werden wir sehen. Ich werde dann schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh ja. Siegerfrick. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss. Ach ja, eine schöne Woche wünsche ich euch noch.